Verdammt, es reicht noch nicht. Eine Zuckerrolle brauchen wir noch. Aber wenn wir die haben, haben wir sie. Können wir uns auch schöne Bücherregale craften. So, Level wieder zwischengespeichert. Währenddessen würde ich auch fast vorschlagen, bauen wir jetzt mal wieder neue Werkzeuge. Eine neue Axt. Und eine neue Schaufel. Spitzhacke haben wir erstmal noch was da. Dann gehen wir hier erstmal runter. Ich hoffe übrigens nie, dass hier drin mal Creeper spawnen. Das will ich ja dadurch, dass hier überall alles mit Mauern eingezäunt ist, eigentlich verhindern, dass überhaupt irgendwas spawnen kann an Monstern. Weil innerhalb dieser Mauer natürlich es sehr viel einfacher ist, gezielt auszuleuchten, als wenn da, ja, was weiß ich, 70, ja, wenn alles offen ist. Da finden sich viel mehr Lücken, wo sich Monster reinschleichen können. So hat man ja gesehen, dass ich bei den Bäumen da oben immer wieder gestorben bin. Von irgendwas, wo es sich nicht mehr gesehen hat, was mir Schaden gemacht hat. Ich war halt einfach auf einmal tot. Das will ich eigentlich nicht, dass das nochmal passiert. Darauf kann ich gerne verzichten. Erstmal warten, bis das ganze Laub weg ist und danach die Setzlinge aufheben. Aber anscheinend läuft wieder alles. Andererseits kommt es jetzt langsam, also wenn wirklich bei 37 Minuten abgeschmiert ist, kommt es in ca. 10 Minuten zum Totalcrash wieder. Andererseits haben wir beim letzten Mal, waren wir ungefähr bei dem Zeitpunkt, wo ich jetzt wieder bin, als das Spiel abgeschmiert ist. So gefühlt von dem, was wir wieder hingebaut haben. Keine Ahnung. Ich weiß es halt wirklich nicht. So. So, da. Da bin ich wieder los, neben runtergefallen. Vielleicht ist es ja auch ein bekannter Bug gewesen und ich habe in den ganzen Changelogs nicht ordentlich gelesen und da steht das drin und dass das in der nächsten Version gefixt wird. Dauert es zum Update der nächsten Version, soweit ich weiß, noch eine Zeit lang. Von dem her wäre das uncool, dass ich erstmal längere Zeit nicht updaten kann. So. Ach, nein. Ey.
Gut. Ich bin mal sehr gespannt, wie ich hier drüben jetzt ankommen werde. Ich meine, ich habe, glaube ich, die Ebene hier mit Mühe und Not erstmal so hingekriegt. Jetzt Füße wieder tiefer setzen. Das heißt, die war wahrscheinlich ursprünglich. Ja, die war ursprünglich noch deutlich höher, als sie es jetzt ist. Ah, da oben steht noch ein Rest vom Baum. Als ob die Setzlinge alle schon despawned sind. Die lagen doch nie und immer 5 Minuten am Boden. Wenn da drüben liegen noch welche, schau. Oh ne, dann das ist ungut. Die buggen nur wieder die Half-Slaps weg. Auch schon mal passiert. So, 2, 3. Pack, pack, pack. Save komplett. Supi. Gehen wir erstmal hoch und craften neue Stufen. Na, sinnvoll. So. Das nehmen wir erstmal mit. Das brauchen wir wieder. Ich irre mich jedes Mal bei diesem Abgang. Vielleicht einfach nur, weil ich ihn noch nicht endgültig, sage ich mal, gebaut habe. So, hier haben wir wieder das Problem. Dass ich das auch lösen kann, ohne darunter springen zu müssen. Es gibt ein Gefühl von Sicherheit, weil man da nicht ersticken kann, wenn man sich, falls das Spiel abschmiert und die Blöcke weg sind. So, gut. Jetzt muss halt nur noch diese Plattform hier wieder abgetragen werden. Ha. Ich habe nur eine Schaufel. Das reicht nicht. Gleich mal eine neue machen. Oder zwei. Oder Wolke. Ich mag diese Wolken nicht. Also wirklich nicht. Ich will die ausstellen können. Weil die sind hässlich. Okay, das kommt hier weg. So, lala. Dann haben wir hier quasi wieder mal eine relativ große Ebene eigentlich wieder reingemacht. In die Burg. Und es ist eigentlich nicht viel Aufwand. Zumindest für mich war es kein wirklich großer Aufwand. So. Das muss natürlich dann solide sein hier. Der Setzling ist jetzt da oben auch auf dem Weg. Ich glaube, der wird jetzt unfreiwillig wieder ausgepflanzt. Das ist das Gegenteil von einpflanzen. Auspflanzen hört sich etwas falsch an. Gott, ich wollte ja hier vorne eigentlich die Ebene fertig machen.
Ah, warte, ich glaube, von den Blöcken. Ja gut, aber jetzt sind wir auf jeden Fall drüber eigentlich. Von den Block-Updates. Ich weiß, selbst wenn wir den Mord unten schon vollständig fertig hätten. Allein durch die Erde hier, die wir gerade aufschütten, müssten wir das schon wieder drin haben. Tap, 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 tap. Oh nein, jetzt wird's dunkel. Der Bass ist von diesem Lied ist sehr schön. Ich mag ja Jazz auch relativ gerne. Ich weiß nicht, wie viele mir das zutrauen würden, aber tatsächlich mag ich Jazz. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen von meinem Opa beeinflusst worden. Oder immer noch aktiv werde ich noch von meinem Opa beeinflusst, der unglaublich gerne und unglaublich viel Jazz hört auf seinen Schallplatten. Im Wohnzimmer unten. Weil da mal bei ihm sitzt. Ja. Musik ist schon gut. Ich meine, die auch die alle die Künstler haben das total drauf. Also wie die ihre Instrumente spielen können, davon können einige Artisten. Künstler von heute nur davon träumen, ihre Instrumente so gut zu beherrschen, wie die Jazz-Virtuosen von damals. Vor allem die Melodien sind ja nicht unbedingt immer die schwierigsten, aber sie sind halt welche, wo du denkst, so immer halt mitzummen kannst. Und das ist so schön dran an Jazz. So. So, na komm, komm, danke. Nein. Da soll es nicht, da soll es in die Fackel. Hoppla. Jetzt bin ich zu weit runtergefallen. So, da. Haben wir das auch wieder behoben. So. Lass wir dazwischen speichern. Jetzt hier eine Schaufel machen. Erst wenn wieder die Möglichkeit machen, wie ich hier schnell hochkomme. Langfristig werde ich wahrscheinlich einen Eingang von unten in das Haus hier reinmachen. Ganz versteckt am Rande. Wäre zumindest für mich logisch. Ist eigentlich das Mindeste, was ich erwarte, was man erwarten kann in dieser Burg, dass man zumindest von überall auf mehr als zwei Wegen überall anders hinkommt. Ein LOL, natürlich, man kommt hier über diesen Turm hier hoch. Den Aufgang brauche ich ja gar nicht. Ist halt schon ein bisschen Umweg, aber hey.